Ist mittlerweile auch echt eine ganz schönes Georgel, bis man hier mal alle Leute gefunden hat. Die Alte liegt schon da am Strand rum. Faule Sau. Yo, yo, willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield. Und nachdem wir gestern unsere Gefängnisinsel gebaut haben und da natürlich auch noch ein paar Landerweiterungen mehr oder weniger gekauft haben, dann wollen wir auf jeden Fall heute mal gucken, was wir damit noch so anstellen können mit dem ganzen Land, was da jetzt quasi noch quasi so vor sich hin verrottet und verwildert. Und mal schauen, ob wir da nicht noch ein bisschen wie irgendwie sinnvolle Benutzung für finden. Gebäude können wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr bauen, da wir mehr oder weniger das komplette Geld gestern oder auch in der Folge 300 verbraten haben. Aber wir gucken mal, wir können ja schon mal ein bisschen planen oder ein paar Sachen versetzen, die wir bis dahin schon mal, oder die wir jetzt schon haben. Da sind uns ja keine Grenzen gesetzt erstmal, würde ich sagen, ne? Aber dafür sollten wir als allererstes wahrscheinlich mal wieder anfangen, hier den ganzen Rotz wegzuräumen. Boah, das ist schon wieder für ein Haufen ist, ey. Ja, Fett-Tonys Gebäude. Ich muss mich hier gerade so ein bisschen über den Schreibtisch lehnen, weil ich hier noch meinen ganzen Landkram rumliegen habe. Ach, diese scheiß Beleuchtung müssen wir auch noch wieder wegmachen. Ja, das mache ich mal irgendwann. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile... Ah, ne, die Grafik ist immer noch nicht so ganz wieder richtig. Keine Ahnung, woran das liegt. Dass er jetzt scheint jetzt immer die Sachen im Vordergrund zu ziehen, die als letztes bewegt wurden. Das ist aber ziemlich doof eigentlich. Muss man mal schauen, zumindest bei den Personen. Wenn jetzt die Personen da vor der Bank sitzen sozusagen, bringt uns ja, oder beziehungsweise nicht vor der Bank, also mehr oder weniger dahinter eigentlich, dann bringt uns das ja nichts. Wie das jetzt beispielsweise hier. Ach ne, jetzt ist er schon weg, aber er saß ja, ich weiß gar nicht, wer das war, Dolph, glaube ich. Der saß hier ja hinter der Bank, mehr oder weniger, und die Bank war vor ihm drüber, oder über ihn drüber sozusagen. Und ja, das sieht natürlich dann ziemlich bescheuert aus. Okay, es ist aber auch jetzt erst seitdem das Valentinsgedöns weg ist. Von daher muss das relativ frisch sein als Fehler. Müssen wir mal schauen, dass wir den, ich meine, gut, da können wir ja nichts für, aber dass das irgendwann mal behoben wird. Gehe ich immer mal von aus. Eigentlich bisher war das Spiel ja recht fehlerfrei, würde ich sagen. Also vielleicht mal ein paar kleine Sachen, wo man mal rausgeflogen ist oder so. Oh, lass Christy im Quickie-Markt einkaufen. Das ist natürlich jetzt hier die Mega-Aufgabe. Aber bis auf so ein paar Kleinigkeiten ist hier eigentlich nie groß was aufgefallen. Das ist jetzt schon, finde ich, schon ein bisschen nerviger. Ja, mein weißes Viereck hier oben rechts lag ja nicht am Spiel. Da kann das Spiel ja dann auch nichts für. Geschweige denn Bluesex. Und ich müsste, das wäre allerdings eine Idee, ich kann gleich mal austesten, ob der Fehler von Bluesex kommt oder ob der auch am Handy sozusagen auftritt. Und dann wäre das ja so im Endeffekt schon mal wieder die Fehlerquelle ein bisschen lokalisiert, wenn es wirklich am Spiel liegt oder ob es am Abspielgerät auch liegt. Was ist das jetzt hier? Ernteperfektion. 45 Sekunden. Ja. Ach, das ist wieder der Kotter, wo man da schnell sein muss, ne? Oder? Ich glaube schon, das ist, da muss man, glaube ich, wieder hier innerhalb von ein paar Sekunden klicken. Das nehmen wir noch kurz mit hier. Hä, Gott. So, und dann gehen wir auch schon nach hoch. Wo ist sie? Hier. Komm, 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 komm. Wie lange dauert es denn noch? 6, 5, 4, 3, 2, 1 und zack, da ist er. Ziel erfüllt, yay. Das war schwer. Wo ist denn eigentlich Homer? Oder wir können auch erstmal gucken, was Lisa hat und sie dann... mal kurz hier was umlegen. Können gucken, was Lisa hat und sie das dann trotzdem nochmal Springfield reinigen lassen. Das machen wir jetzt immer mal wieder, bis wir mal alle durch haben. Was hat er? Der Willy? Blätter zusammenrechnen. Ja, heute geht's ja wieder richtig rund hier mit den Aufgaben. Eine actiongeladene Aktion jagt die nächste.
Komm, ja, lauf auch noch wieder weiter. Lauf auch noch von Ding zu Ding. Und erstmal wieder unterm Raumschiff durch. Anstatt da vorher. Komm. Diese Mauer, die steht ja auch noch ziemlich blöd. Naja. Ach, jetzt habe ich es ja im Buch lesen lassen. Ja. Gut, ich habe es wieder verbockt. Ich habe es verbockt. Ich habe nur das Gelbe angeklickt. Ach, manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt. Wie gestern bei Homer. Naja, egal. So. Da, 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 da. Komm, mach voran hier, Mädchen. Flöpp. Und die Aufgabe wenigstens auch sofort erledigt. Geht uns keine mehr um den Sack. Springfield reinigen. Komm, lass gehen. Was mit ihm? Lass nicht einen Powerwalk machen. Ja. Die nächste actiongeladene Aktion. Wo ist Lisa jetzt wieder abgeblieben? Da. Kotter anbauen will ich jetzt erst nicht. Jetzt ist aber Lisa irgendwie hier im Gebüsch verschwunden. Da versteckt sie sich hinter der Tanne. Nein, die Indianerfrau wollen wir auch nicht. Wir wollen die normale. Ich weiß nicht, wo Homer jetzt schon wieder hingerannt ist. Aber der müsste ja auch irgendwo eigentlich jetzt schon wieder einen Daumen haben. Zap, 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 zap. Hier unsere Fußgängerzone muss natürlich auch noch ein bisschen ausgeweitet werden. Da müssen wir uns aber nichts dann auch noch was einfallen lassen, wie wir das dann mal schön dekorieren. Skinner! Ach ja, hier sind auch noch welche. Ist mittlerweile auch echt eine ganz schönes Georgel, bis man hier mal alle Leute gefunden hat. Die Alte liegt schon wieder am Strand rum. Faule Sau. So. Alles klar, jetzt weiß ich nicht mehr, wo Homer ist. Aber ist auch jetzt nicht so tragisch. Das können wir auch nochmal irgendwann später machen. Ne, hier. Glaube ich, irgendwo muss er sein. Ja, da. Zopp. Ja, komm, das hier kann er noch machen. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen hier so rumröchle. Ich bin irgendwie, habe ich schon wieder im Hals. Ich weiß auch nicht, was da los ist momentan. Ey, da habe ich gerade wieder los, dann kommt die nächste. Dann habe ich Nase zu, dann habe ich Hals, dann habe ich, was weiß ich was. Das ist momentan echt ein bisschen ärgerlich. Keine Ahnung, was das soll. Nee. Ja, so, die machen wir noch eben und dann passt das für heute wieder, würde ich sagen. Inzwischen, ach ne, guck mal, jetzt können wir immer hin und her switchen hier. Das geht auf. Nein, nicht der blöde. Ach. Alkohol, Alter. Ich muss mich übrigens nochmal entschuldigen, in der letzten Folge gab es irgendwie einen kleinen Bug am Ende beim Rendern, da war relativ lange schwarz noch hinterher. Ich weiß nicht, was da passiert ist, habe ich wahrscheinlich irgendwas falsch markiert oder so. Weil die Folge war eigentlich irgendwie 9 Minuten irgendwas lang und am Ende war sie über 10 nach dem Rendern. Ich hatte aber dummerweise vorher schon die Datei gelöscht, das heißt irgendwie, dann hätte ich da jetzt wieder fuckeln müssen. Deswegen habe ich sie einfach mal so gelassen. Ihr habt aber nichts verpasst. Oh yes, oh yes, so. Jetzt haben wir eine fertig da und die jetzt auch hier. Zup, zup. Einen machen wir noch und dann fangen wir jetzt einfach hier an. Und machen, was machen wir denn? Was ist denn 13.30 Uhr? Kriegen wir denn morgen nochmal was hin? Ja, muss ich schon fast morgen nochmal was machen. Ich, oh, guck mal, hier kannst du sogar... Kannst du Glücksrad spielen. Ich mache aber trotzdem... mache ich weniger Aufgaben, nehme ich gleich nochmal was auf, aber gleich schaffe ich nicht mehr. Ja, ich mache 24 Stunden, nützt alles nichts, dann muss ich morgen halt nochmal 20 Minuten aufnehmen, weil sonst wird es mir definitiv zu eng. Zeitlich gesehen. Um noch für alle Tage was hinzukriegen. Ich habe jetzt ja... glaube ich, die Sonntagsfolge quasi gerade hier an der Mache. Und ja, müssen wir noch für Montag, Dienstag was machen, weil Montag, Dienstag kann ich definitiv nichts aufnehmen. Und dann muss ich halt mal gucken. Ich werde aber sofort übrigens mal probieren, ein bisschen Regelmäßigkeit in die Uhrzeiten zu kriegen. Das heißt,
Ich werde die Folgen, so gut es geht, versuchen, um 15 Uhr freizuschalten, meistens jeden Tag. Allerdings ist das mehr oder weniger ohne Gewähr, weil ich es manchmal ja auch erst schaffe, was weiß ich, gegen mittags was aufzunehmen. Und dann ist halt die Frage, ob es 15 Uhr wird, beziehungsweise ob ich es bis 15 Uhr hinkriege. Wenn ich beispielsweise erst mittags aufnehmen kann, mit Rendern und Hochladen, wird das ja schon mal manchmal wieder ein bisschen knapp. So, dass ich da dann halt ab und zu mal auch gucken muss. Ich will es auf jeden Fall probieren, 15 Uhr zu schaffen. So. Manchmal wird es dann vielleicht auch 16 Uhr. 15 oder 16 Uhr müsste aber eigentlich immer passen. Also ich denke mal, 90% der Tage müsste 15 Uhr passen. Ansonsten vielleicht nur 16 Uhr. Und ansonsten ab und zu vielleicht auch erstmal abends, aber da muss ich mal schauen. Ich denke einfach mal, wir versuchen mal 15 Uhr anzupeilen immer. Also die Sache ist ja auch, ich schaff's nicht immer so viel im Voraus zu produzieren, dass ich das definitiv festlegen konnte. Manchmal nehme ich die wirklich ja auch erst an dem speziellen Tag auf, dann wenn es so ist. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal bei Facebook reingucken, dann würde ich mich da melden, wenn es später wird. Facebook.com/MobileFanboy, da könnt ihr euch das Ganze dann auch reinziehen, wenn es neue Infos gibt. Ansonsten würde ich sagen, muss das für heute mal wieder reichen. Ich bedanke mich fürs Zugucken, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.